Wie können wir den Frauentag am besten feiern? Indem wir Müttern mehr Entscheidungsspielraum geben. Denn der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen wird in Österreich zwar immer kleiner, aber ein großer Teil ist und bleibt in der Elternschaft begründet. Stellen wir uns zwei Frauen vor. Julia und Sandra sind in allen Aspekten ihres Lebens gleich. Dann bekommt Sandra ihr erstes Kind. Da ihr Partner Lukas etwas mehr verdient, ist es für das Paar finanziell wenig sinnvoll, wenn der Vater in Karenz geht. Sandra geht in Karenz. Ihr Mann arbeitet weiter. Danach will Sandra zurück in die Arbeit. Die Kindergruppe ist aber nur bis Mittag geöffnet. Deswegen sucht sich Sandra eine Teilzeitstelle. Sie verdient weniger als zuvor. Nicht nur, weil sie nun weniger arbeitet. Sie arbeitet auch unter ihrer Qualifikation. Da sie ihren alten Vollzeitjob in der kürzeren Arbeitszeit nicht mehr ausführen kann. Auch nach 10 Jahren ist das Einkommen von Sandra um ein Drittel geringer als das Einkommen der kinderlosen Julia. Bei den Männern führt die Karenz auch zu langfristigen Lohneinbußen. Der Pay Gap kommt also mehr auf die Elternschaft als auf das Geschlecht an. Was kann Österreich machen, damit Eltern die gleichen Optionen haben? Wenn die Karenz auf 1 Jahr pro Partner verkürzt und nicht übertragbar wird, hat auch Sandras Partner Lukas mehr Anreiz, in die Karenz zu gehen. Lukas bekommt mehr Zeit mit dem Baby und Sandra kann früher in die Arbeitswelt zurück. Wenn Sandra Zugang zu ganztägiger Kinderbetreuung hat, kann sie ihren Job nach ihrer Qualifikation aussuchen und nicht nach den Öffnungszeiten der Kindergruppe. Damit die Elternschaft nicht zum Gender Pay Gap wird.